Zündkerze muss gewechselt werden, weil er beim Fahren stottert. Luftfilter muss ein neuer dran, weil der irgendwie nicht passt. Und wenn er ab ist, dann läuft der fließend, ne? Dann läuft er durch. Jetzt Benzinschlauch und Drehzahlbegrenzer am besten. Was ist das für ein Roller? Generic XOR 50. Okay. Fährt der jetzt oder? Ja, der fährt, aber jetzt ist der Benzinstoff durch. Jetzt wird der nicht fahren. Was ist mit dem Luftfilter? Da war doch auch irgendwas. Ja, also der Luftfilter, wenn er dran ist, dann stottert der Roller. Und dann fährt der nicht durch, aber wenn er ab ist, jetzt ist der lose. Jetzt fährt der eigentlich fließend. Du fährst jetzt ohne Luftfilter quasi? Ja, also der ist schon dran, aber nicht ganz. Und der läuft perfekt. Und als du den gekauft hast, war der dran und lief auch gut. Also genau, also ich bin eine Runde damit gefahren, wo ich ihn gekauft habe. Dann lief der auch ohne Probleme. Okay. Und dann meinte der Vorbesitzer, ich soll mal den Vergaser abstimmen und reinigen. Da habe ich das getan. Und dann nach ein paar Tagen fing der an zu stottern beim Fahren. Und dann ging während der Fahrt der Luftfilter. Also nachdem du den Vergaser gereinigt hast? Genau. Ja, okay, dann liegt das wahrscheinlich am Vergaser. Vielleicht ist da noch in der Düse ein winzig kleiner Dreckpartikel oder so drin. Das kann sein. Aber davor hat er auch ein bisschen gestottert, aber halt selten. Ne? Dann habe ich ihn einmal gereinigt, dann hat er richtig gestottert und dann während der Fahrt ging der Luftfilterkasten ab und dann lief der ohne Probleme. Da ist immer Benzin-Luft-Gemisch und wenn der Vergaser dann ab ist, ist das Luftverhältnis anders und dann, in dem Fall läuft er dann wieder. Normalerweise muss der aber laufen, wenn der Luftfilter dran ist. Der Luftfilter ist wichtig. Der ist bestimmt jetzt auch laut, ne? Ohne Luftfilter. Ja, ist sehr laut. Denkst du, da kommt Benzin raus? Da kommt ein bisschen Benzin raus. Okay, aber nur ein bisschen, ne? Und jetzt den Vergaser ausbauen. Ja. Drehzahlbegrenzer einbauen. Kannst du das? Das schaffe ich heute nicht. Ne? Das müssen wir ein anderes Mal machen. Ja, okay. Okay, die Ansaugstutzen hattest du gesagt, ist ja auch. Ja genau, der hat hier so Risse. Ich habe auch einen. Aber guck mal hier, hier ist diese Sicherheitsschraube, weißt du, was ich meine? Ja, die muss man mit einer Zange aufmachen. Also ich habe das versucht, aber ich krieg das nicht. Ich habe Ansaugstutzen, habe ich. Ist das der passende? Oder? Ja, das ist der passende. Ansaugstützen? Nee, das dreht sich. Ich will einmal den Ansaugstützen. Drehzahlbegrenzer. Mit Kippschalter. Und was hast du noch? Und die Zündkerze. Okay. Ja, dann machen wir erstmal das eben ab hier. Und dann gereinigt hast du den Vergaser schon? Genau, der ist sauber. Okay, wir müssen den trotzdem noch mal kurz auseinanderbauen. Vielleicht ist da eine Schraube oder der Schwimmer oder so. Okay. Sieht man das? Ja, jetzt dreht der sich. Jetzt könnte man den theoretisch rausdrehen, oder? Ja. Ja, weil der Ansaugstutzen auch rissig ist, zieht er auch falsch Luft. Das ist lang genug, das kann dranbleiben. Das ist der Ansaugstutzen. Der ist total rissig, da kommt definitiv Falschluft raus. Das ist der Vergaser, den packen wir mal zur Seite. So. Das ist die Membran. Den gucken wir uns mal an. Die Membran scheint dicht zu sein, die ist in Ordnung. Da kommt kein Licht durch. In Ordnung.
Nächstes gucken wir uns jetzt nochmal den Vergaser an, ob der Schwimmer und so weiter, ob da alles richtig verbaut ist. Und wechseln den Ansaugstutzen aus. Weil im Schwimmer ist immer noch ein bisschen Benzin drin. Und ich kippe das dann immer direkt in den Benzintank. Ja. So, das ist jetzt der Vergaser. Jetzt. Wo? Achso. Jetzt gucken wir mal, ob der Schwimmer gut ist. Der scheint in Ordnung zu sein. Das sind die Düsen. Und das ist die Standgasschraube. Das ist die Gemischschraube. Jetzt schraube ich noch mal kurz, also der Schwimmer scheint in Ordnung zu sein, das Ventil auch. Jetzt gucke ich mir noch mal kurz die Ventile an. Ich gucke mal durch, ob da alles frei ist. Die scheinen verstopft zu sein. Echt? Ich habe jetzt hier durchgeguckt, die Düsen sind an, also verstopft. Die muss man noch mal reinigen. Der Vergaser ist nicht ordentlich gereinigt worden. So, der Kollege bringt jetzt noch schnell einen Eimer, dann machen wir die Düsen sauber. Und in der Zwischenzeit tausche ich jetzt nochmal den Ansaugstutzen aus. Dann ist das schon mal erledigt. Also das Helmfach hier, das kann man einfach so mit 4 Schrauben entnehmen. Das ist total genial. Bei meinem Roller ist das total doof gelöst, muss ich dazu sagen. Das ist der kaputte. Natürlich die Schelle noch entnehmen. Hier für den neuen. Zack. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob der passt. Der hat hier noch so Noppen. Und der hat die Noppen hier. Die Ansaugstutzen sind irgendwie nicht gleich. Guck mal. Hier hat er so Noppen. Hier nicht, ne? Wo hat der Noppen? Hier und da. Naja, kann man ja eigentlich abschneiden. Ist ja egal. Hauptsache, der passt. Ja, der muss so. Ja, der passt. Das ist der Schwimmer. Den nicht mit Bremsenreiniger sauber machen. Dann kann man gleich auch noch den Vergaser nochmal schön sauber machen. Die Dichtung auch nicht. Mit Bremsenreiniger sauber machen. Dann machen wir das mal schnell ab. Hier, der ist auch gar nicht richtig drauf geschraubt. Dein Choke. Das ist Standgasschraube. Genau. Okay. Ja. Okay, wir haben jetzt, die beiden waren dicht. Ich habe versucht, das mit einer Nadel nochmal zu durchzustoßen, hat aber nicht geklappt. Dann haben wir das volle Pulle nochmal durchgepustet mit dem Mund und jetzt sind die beiden frei. Hier konnte man gar nicht durchgucken, hier kann man jetzt wieder ein bisschen durchgucken, sieht man vielleicht nicht so gut. Und hier war das Loch ganz, ganz eng und jetzt kann man ganz klar durchgucken, so muss das sein. Jetzt bauen wir das einfach alles wieder zusammen und dann müsste der Roller laufen. Wir haben jetzt den Vergaser gereinigt, wir haben jetzt den Ansaugstutzen geändert, die Düsen waren verstopft, Zündkerze ist neu hier drin, alles ist jetzt dran, muss gleich noch kurz eingestellt werden. Wir starten den jetzt erst einmal, ob der überhaupt anspringt. Das ist schon bei dem Vergaser gereinigt. Der Vergaser muss auch nicht. Okay, wir haben jetzt gerade versucht, den Roller zu starten, der startet nicht. Wir haben jetzt die Zündkerze überprüft. Jetzt haben wir bemerkt, dass die Zündkerze trocken ist. Das heißt, da kommt kein Benzin an. Zündung ist an. Standgas hätten wir ein bisschen höher machen sollen. Ja, ne? Können wir gleich noch machen. Soll ich? Ne, lass mal. Wir haben jetzt den Vergaser komplett sauber gemacht, eingetan.
Der stottert immer noch ein bisschen, wie am Anfang eigentlich. Jetzt aber ohne Luftfilter läuft der ganz normal. Das heißt, das Luftgemischverhältnis stimmt jetzt ohne Luftfilter. Aber man braucht ja unbedingt einen Luftfilter, damit keine Dreckpartikel in den Motor kommen. Ne? So würde ich nicht fahren. Wenn du so fährst, kriegst du einen Motorschaden. Weil da Dreck reinkommt, Staub und alles Mögliche. Deswegen muss man gucken, dass man jetzt erstmal die Luftfiltermatte reinigt und dann nochmal ausprobiert. Und dann muss man weiterschauen. Notfalls kann man halt noch einen offenporigeren Sportfilter nehmen, der mehr Luft durchlässt. Der braucht ja offensichtlich einfach mehr Luft. Und dann müsste der Roller laufen. So, das Ende vom Lied war, dass der Kollege, der Nachbar, noch eine Luftfilterdrossel drin hatte, also eine Verjüngung in dieser Muffe. Die hat er dann rausgeholt und dann lief der Roller tipptopp. Ja, und das war im Grunde auch von Anfang an die Ursache. Das mit dem Vergaserreinigen und so weiter und so fort war einfach nur prophylaktisch. Die Düsen waren auch teilweise verengt, weil da Dreck dazwischen war, hartnäckiger Dreck. Aber das Hauptproblem war wirklich im Grunde einfach nur die Verjüngung im Luftfilter. Deswegen war der am Stottern. Warum er nicht angesprungen ist, natürlich, weil halt ein Riss im Benzinschlauch war und kein Benzin dann angekommen ist, ne? Natürlich. Das war natürlich auch eine Ursache, aber das war ja absolut klar. Da hat man ja auch ein Riesenloch gesehen und Benzin ist halt ausgelaufen aus dem Schlauch. Wie ihr seht, total leicht. Man muss halt einfach nur die Punkte abarbeiten und dann kriegt man einfach jeden Roller zum Laufen. Es ist wirklich kinderleicht. Man braucht nur ein bisschen Werkzeug und man muss es vielleicht ein oder zweimal gemacht haben. Ja, aber dazu gibt es ja YouTube-Videos. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen, guckt auch noch auf meinen anderen Kanal und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann, ciao!